Rüstung habe ich jetzt an, oder? Komplett Rüstung. Rüstung bist du komplett, ja. Okay. Na dann. Sollten wir uns mal eine Unterkunft bauen, würde ich sagen. Ja, du, ich will jetzt erstmal richtig schön hier erkunden gehen. Wie wär's, wenn du mich einfach zu den Wegpunkten, die du schon hast, führst? Das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Wenn ich die Karte lesen könnte. Du bist der rote Pin. Und das ist Norden. Okay, laufen wir jetzt hier nach Norden oder wo ist jetzt Norden in echt? Du führst. Ja, nach Norden. Dann führ mich. Ich weiß nicht, wo Norden ist. Das ist doch egal, lauf einfach los. Ich wollte dir nur die Möglichkeit geben, auch mal was zu tun. Weil ich bescheiße gerade das Spiel. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist das Dorf, das ist unser Hauptdorf, was wir jetzt hatten. Ja. Das ist nicht Norden. Das hier ist Norden, ja. Okay. Du läufst wieder zur Küste. Ich guck gerade auf die Karte. Okay, ist ein Dorf. Du müsst jetzt hier gleich an den heiligen Baum kommen. Ja, da vorne ist er. Hier ist Zeug im Rucksack drin. Oh, ich habe glaube ich giftigen Pilz gegessen. Tja, mach sowas nicht. Okay, das ist das Dorf, was da gemeint ist. Also wenn du Faden hast, dann... Wenn du Faden brauchst, hier ist Faden. Ja, cool. Ich bin ja in so einer... Wo bist denn du eigentlich? Bin ich bei ich so einem bin grad ins, ja, ich bin gerade ins Dorf gegangen. Kurz. Seile kann ich mitnehmen. Ich meine, besser haben und unbegrenzt haben, als nicht haben und nicht unbegrenzt haben, ne? Jo. Gut. Wo bist du? Ah, da. Okay, hier so, ist gut, das Dorf. Dann. Ich würde nicht unbedingt durchs Dorf laufen, aber können wir gern, wenn du willst. Bei mir ist jetzt alles egal, ich bin voll geheilt, ich habe volle Rüstung, ich werde immer mit voller Rüstung und vollem Leben spawnen. Nö, aber vielleicht sollten wir dann vorbeilaufen am Dorf. Du führst. Außenrum. Ja, Achtung, hier kommt Besuch. Moment. Brauche ich mal Unterstützung? Alles gut. Ich werde hier gerade von rein gekloppt, Modi. Jetzt Unterstützung. Unterstützungsfeuer kommt! Buchstäblich! Ach du Scheiße, ich hab hier gerade alle gegen mich. Ich hau ab. Alle gegen einen ist unfair. Verdammt! Das ist jetzt gerade das halbe Dorf hier. Ja, ich weiß, es war. Siehst du jetzt, warum ich nicht in der Nähe vom Dorf bauen wollte? Brenn! Du Bastard, brenn! Okay, ich habe hier einen Tod. Okay, das brennende Waffe ist super sinnlos. Okay, wir sind jetzt hier. Ich glaube, ich habe gerade alle gekillt. Da drüben habe ich eine Höhle entdeckt. Das gibt's eine. Da wollen wir jetzt hin. Wollen wir die einfach liegen lassen oder wollen wir sie zu Knochen machen? Kannst du machen, was du willst. Ah ja, stimmt. Na, ist mir nicht wert. Mal, komm mal mit. Wir brauchen ja keine Knochen mehr. Folge mir. Ich folge und das ist auffällig.
Führe mich zum nächsten Landmark. Okay. Jetzt wird mal irgendwie wieder. Ja, ich das lustige Schwert gerade. Ich trage das lustige Schwert, alles gut. Ja. Okay. Schaffen Sie es? Brauchen Sie Hilfe? Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Wenn ich nur wüsste, wo Norden wäre. Du hast den Kompass im Inventar. Ich kann ja den Kompass eben nehmen. Wo ist der Kompass? Ah, da ist der Kompass. Ah, da ist der Kompass. Dann hab du mal den Kompass und sag, wo Norden ist. Das kann man. Oh, ich habe beides. Ich kann beides in der Hand tragen. Du solltest lieber die Karte nehmen und ich nehme den Kompass. Gerade habe ich beides, aber was so ist. Ja, gut, das hier ist Norden. Okay, ich kann den Kompass nicht wieder ablegen. Ja, gut, ist egal. Dann haben wir beide. Wir sollten jetzt nach Norden. Vorsicht, Klippe. Vorsicht, Klippe. Fallschaden willst du nicht in diesem Spiel. Molly, auf nach Norden. Ja, wir müssen erstmal nach Westen. Hm. Oh, da ist ein kleines Dörfchen. Ist ja süß. Ich glaube, das war es auch, wo ich eine Höhle entdeckt habe. Wie kann ich den Kompass wieder ablegen? Ich weiß es nicht. Willst du ihn denn ablegen? Ich meine, der stört nicht. Oh! Ja, muss nicht. Okay, gut, wir werden erstmal nicht angegriffen, das ist gut. Ich habe eine Timmy-Zeichnung. Ich habe rote Farbe und eine Timmy-Zeichnung. Ja, ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal nicht angegriffen, bis es regnet. Okay. Ich habe Tücher. Ja, die nehme ich auch gerade mit, weil kann man nie genug haben. Und ich habe über 100 davon. Koffer! Kleidung! Gib her. Hier, ich glaube, das ist dasselbe. Was habe ich für eine Kleidung an? Du hast ein Mond-T-Shirt. Okay. Das sind 9 gewesen. Jetzt habe ich einen grauen Hoodie an. Ja, ich habe jetzt wieder das Wolfs-T-Shirt an. Nur mit einer anderen Hose, glaube ich. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich Treibstoffkanister. Ich habe 2 Treibstoffkanister. Ja, den brauchen wir, sobald wir die Kettensäge haben. Ja, hatten wir nicht irgendwann den Dynamit mal? So klein ist das Dorf hier gar nicht. Sind wir gerade wieder ins Hauptdorf gegangen? Kann sein. Wir sind wieder im Hauptdorf. Voll Idiot. Okay. Dann weiter nach Norden, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir nach Norden. Ich habe ein kleines Dorf gefunden. Oh, was ist das da? Das steht ja eine Hütte. Ist das für uns? Ja, Molly, das warst du. Das war, ich weiß, weil ich nicht auf die Karte geguckt habe. Wenn du voll Idiot sagst, sagst du das zu dir selbst. Ich habe niemanden direkt angesprochen. So, dem Loch auf der Karte sind wir relativ nah. Ach, dem Loch? Vorne ist das Loch, oder? Nee, hier ist eine Höhle. Das ist das Zündemarkt. Ah! Meine Map fängt an, sich zu füllen. Ja. Hier bin ich vorhin nachgelaufen. Das ist der See, oder? Das ist der See. Nee, hier haben wir okay, das ist wunderbar. Dann werden wir hier bauen. Ist das ein See, was hier verzeichnet habe? Das hier müsste ein See sein, ja. Ja, das ist der See. Und er ist fantastisch. Nicht ins Wasser gehen, ansonsten werden wir danach angegriffen. Ich würde die rote Farbe behalten, solange es möglich ist. An deiner Stelle. Ja. Also gerade sind wir hier ganz in der Nähe von entweder dem Loch oder sonst irgendwas oder. Wie gesagt, ich bin gerade unten am See. Also das ist der See. Okay, meinst du? Das 100% ja.
Na, beim, hier, ja genau, hier ist die Höhle. Die ist bei mir markiert auf der Karte. Dann komme ich Warte, kurz ich komme zu mal dir zu hoch. mir. Hier ist die Ja, Höhle, da können wir. ich komme zu dir hoch, ich war gerade Und unten. genau deswegen sollten wir auch hier bauen, weil hier eine Höhle in der Nähe ist. Direkt vor der Haustür. Ja, das ist gut, das ist nochmal respawnendes Equipment. Ja, hier ist eine Höhle. Gut, dann mache ich mal Folgendes. Wo sind denn die Signale? Nein, nicht das ist Und dann sollten wir SOS-Signal. unten, dann sollten wir unten uns ein Haus aufbauen dort unten am. Ja, das hätte ich auch gesagt. Also ich hätte sogar gesagt, wir machen es auf dem See, weil wir können auf dem Wasser bauen. Soll ich erstmal ein provisorisches Haus hier am Ufer machen oder? Nee, lass das mit dem provisorischen Haus. Wenn, dann machen wir es richtig. Erstmal Bretter über den See bauen oder wie? Ja, aber du kannst ein provisorisches Lager machen, dann kann ich hier respawnen. Das wäre vielleicht ganz smart. Ah, Stigmakai. Nice. Okay, provisorisch, da steht. Sehr schön. Dann markiere ich uns eben auf der Map den Dings, beziehungsweise insgesamt den Dings. Also, sofern du noch vier Stücke hast. Ja, Stöcke werden gerade ein bisschen schwierig, aber du findest ja bestimmt irgendwas. So, ich habe einmal das hier gemacht. Brauchst noch vier Stücke, dann heißt, du könntest das fertig bauen. Wird's auf der Map markiert? Nein, wird's nicht, aber es wird zumindest auf dem Overlay markiert. Wobei, es kann Okay. sein, dass ich noch Stöcke habe. Ich komme mal eben runter. Jawohl. Gut, dann speichere ich einmal. Dann haben wir zwar keine Knochenrüstung mehr, aber das ist ja egal. Die kriegen wir ja relativ schnell. Aber dann kann ich zumindest hier bauen, ohne groß Wir können Ärger hier zu schon haben. mal, ich würde sagen, wir können hier schon mal auf ein bisschen Floß errichten. Nee, ich würde wirklich jetzt erstmal alles erkunden, damit wir eine vollständige Map haben. Du hast ja schon relativ viel, das ist Dachte, wir wollen gut. hier bauen, Modi. Machen wir dann. Ich habe jetzt erstmal hier markiert, damit ich hier respawnen kann und dann anfangen kann zu Du bauen. kannst ja erkunden gehen. Ich Unbehelligt. baue, ich, vielleicht kann ich ja schon mal anfangen zu bauen. Ja gut, können wir auch so machen. Gehst du gerne noch mal erkunden? Ich würde aber nicht auf Floß gehen, sondern ich würde Plattformen im Wasser bauen. Ich baue Also hier gerade richtig eine, Böden. ich baue hier gerade eine Treppe nach oben und baue dann oben über dem. Das ist mein Plan. Lass das mit dem nach oben, du kannst einfach auf dem Wasser bauen. Ich würde aber bis, würd aber eine Treppe nach oben machen. Also Nach oben? vom Ufer aus eine Treppe. Ja gut, wir können es auch so machen, dass du da hinten baust und ich baue halt woanders. Dann kommen wir uns nicht in die Quere. Wir bauen Wäre eine vielleicht nicht große, schlecht. bauen eine große Hütte, das ist das Ding. Ich kenne mich und nein, ansonsten reiße ich dir die Hütte unterm Arsch wieder weg. Ziemlich sicher. Ich denke, so könnte das funktionieren. Bauen wir Oh, es. das ist hier noch viel besser. Okay, Holz ist hier gerade nicht optimal, weil die Bäume sind dort ein bisschen weiter drüben, aber was soll's. Ja, gut, das passiert bei The Forest immer mal. Ich baue mal ein Wie paar groß ist Baum. denn dieses Wasser? Das ist ja super. Habe ich einen schönen Platz für uns besorgt. Das kann ich nicht sagen, aber ich sehe auf jeden Fall, wo ich bauen werde. Dann geh du mal erkunden und dann können wir, dann ich baue hier schon mal was. Baue mir hier schon mal ein Haus, wo ich Unterschlupf finden kann. Kannst du. Ich werde es dann wahrscheinlich mitbenutzen, aber ja. Solange du es nicht kaputt machst. Ich werde mich zusammenreißen, dafür hinten meine Luxusvilla bauen. Habe dann am Ende eine kleine Hütte auf dem See und du hast dann eine große. Überm See schwebende Hütte. Ich habe dann. Du hast eine Minecraft-Hütte und ich habe ein realistisches, fettes Hausboot. Ja. Ja, es wird darauf hinauslaufen und es wird darauf hinauslaufen müssen. Sind wir an dem Punkt mal realistisch? Weil Okay, ich ich würde musste. wirklich. Ich sollte dort hinten für einen Holztag aufbauen, weil sonst wird das Ja. Schleppen Ah, doch ein bisschen blöd. hier ist das, wo ich gern bauen wollen würde. Genau hier, da sind die beiden Hütten am Ufer. Hier werden keine Ureinwohner kommen. Ich Das baue halt auf dem ist Wasser, da können sie perfekt. gern kommen. Das ist da. Ja, die können nicht schwimmen, ist die Sache. Also diese Würstchenkette kann schwimmen oder rüberfliegen.
Aber die ist keine große Gefahr, weil die super selten spawnt. Aber die Leiter über die Brücke können sie doch auch nicht rein, wenn ich jetzt hier eine kleine Treppe baue. Natürlich, okay. Natürlich kommen die über die Brücke und die Treppe rein. Was denkst du denn? Ja, da muss sie halt. Muss die Treppe groß genug bauen, damit sie hier. Warum ist hier ein random Zelt, wo du nichts machen kannst? Muss halt die Brücke groß genug bauen, dass die dann abschießen kann, bevor sie da sind. Höhle! Alles klar. Die Höhle muss ich jetzt nicht markieren, weil hier werde ich bauen. Wie weit genau bist du jetzt von mir entfernt? Ja. Also nicht so weit, aber schon ein gutes Stück. Am schönen tiefen Wasser. Moment. Hier klingelt das Telefon. Achso, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt gerade einen Telefonsound in-game oder was ist das? Baumstammlager. Telefon für mich. Also hochkommen bitte. Du weißt, dass man das im Stream hört. Du weißt, dass man das alles gerade im Stream gehört hat. Ja, natürlich hat man es gehört. Ich habe mich nicht gemutet, aber ist auch egal. Ist mal, sind die Zuschauer ja schon gewöhnt von dir. Du. Mordi mit seiner Mutter rumbrüllt. Ist normal. Wie man bei großen Streamern hört, ich gebe den Fick auf Follower. Also auf deine. Oh Gott, ich muss vermuten, weil das muss man nicht hören. Wollte ich auch gerade sagen. Es wird nachts. Ich habe noch kein Feuer, noch keine Wohnung. Das ist scheiße. Mir zumindest mein Feuer machen. Ah, schön, das Ding, das Lager wird jetzt als Hütte markiert, glaube ich. Das provisorische Bett. Warum habe ich genau nur ein Brett mitgenommen? Ich kann ja gerade, glaube ich, kein Feuer machen. Ein Stück brauche ich dafür noch, na toll. Und ich kann nicht schlafen. Nice. Aber speichern kann ich gerade. Jo, allein. Der Morty hat sich gerade gemutet. Da hinten ist so ein Baut. Ich sehe nichts, weil es duster ist. Ich sollte mich hier nicht verwirren. Ich hoffe, das Blut gilt noch, weil ich damit ich nicht eingegriffen werde.
Bin wieder da. Logan. Ja, ich baue mir gerade ein provisorisches Shelter, damit wir die Nacht skippen können. Aber ich habe gehört, du kannst nicht schlafen momentan. Es dauert noch ein bisschen. Keine Sorge, ich brauche noch zwei Stöcke. Ich brauche noch einen, um mein Feuer zu machen. Ich habe ja aber so ganz nette Seehütten und offensichtlich eine Schlinge. Nett. Ah ja, da muss ich dich mal besuchen kommen. Wenn du dann fertig bist. Oh, Koffer! Medizin, nice. Also wenn du out of Medizin bist, hier ist gerade welche. Ah ja. Ja, auch ein Auto auf Essen bin ich gleich, bin ich bald. Okay, die erste. Mein Gott, ich rutsche immer hier gefühlt aus und verliere deine Rüstung. Die erste Treppenstufe ist fertig. Und hier gibt es keine Stöcke. Das ist schlecht. Tja. Ah, ich kann mal neu schlafen. Halleluja, zwei Stöcke. Ich kann jetzt schlafen. Gibt's auch keine Stücke bei mir. Doch kein so gutes Gebiet, wo wir sind. Doch, eigentlich schon, aber Stöcke gibt's halt nicht. Ein stockschlechtes Gebiet. Die Bäume sind mir auch zu weit weg. Das ist mir ein bisschen. Das war vorher bei der anderen Hütte besser. Ja, wo wir alle 2 Sekunden angegriffen wurden, weil wir direkt neben dem scheiß Hauptdorf gebaut haben. Also ich könnte jetzt schlafen. Ich nicht. Ich sag dir, wenn es soweit ist. Bräuchte doch demnächst Oh, mal essen. Wenn du mal ich hab Essen ein hast für mich, dann. Kletterseil. Ich bräuchte demnächst mal Hier. Essen. Kannst du mir mal rüberbringen? Das ist ja voll cool. Kannst du mein Leuchtsignal hier sehen? Ich bin gerade am Baum, ich sehe gerade einen Baum. Lol. Es gewittert. Oh nein. Und da ist die rote Farbe weg. Oh, Scheiße. Ich kann immer noch nicht schlafen. Gott, wie Das lange ist brauchst du denn nicht zum gut. Schlafen? Dann trage ich mal noch ein bisschen Holz zurück. Immer noch kein Holzlager. Das soll ich mir auch mal aufbauen. Soll ich mal, wenn es Tag geworden ist, sollte ich mal noch Stöckern suchen. Ich brauche ich dringend. Warum kann man eigentlich Baumstämme nicht zu Stöckern verarbeiten? Das ist doch eigentlich. Minecraft ist das Weil das ist möglich. echt. Ja, aber das hier ist nicht Minecraft, das hier ist anders. Okay, ich friere. Warum friere ich? Weil du Was kein regnet Feuer bei dir wahrscheinlich? hast. Bauen wir mal eben ein Das ist Feuer. schlecht. Scheiße, ich habe ja keine Stöcke. Dafür bräuchte ich Stöcker. Ich kann immer noch nicht schlafen. So ein Scheiß. Aber fast. Muss doch hier irgendwo in der Nähe Stöcker geben, damit ich mein Feuer machen kann. Stöcke, ja, nice. Warum sind hier nirgendwo Stöcker? Ja, du hast hier selbst am See die beschissenste Location ausgesucht. Du bist wirklich nicht gut darin. Kann das sein? Ja, das ist ein bisschen scheiße, ja. Keine Stöcker, Baum weit weg. Das wäre. Ja. Ist echt suboptimal gerade hier. Nichts zu essen habe ich hier. Ach komm, lass mich schlafen, meine Fresse. Der Regen tut auch nicht gerade gut. Ich muss gerade gegen den Regen das Feuer immer mit Blättern anfachen, also sei froh. Lol, was? Ein Krokodil? Krokodil? Ein Krokodil? Wo ein Krokodil?
Bei mir, das hat mich. Das wollte ich gerade an meinem Feuer wärmen. Du Sau, das ist meins. Kommt da immer ein Krokodil und will mein Feuer haben. Okay. Ich hab jetzt einen Krokodilkopf. Cool. Rein aus Prinzip speichere ich jetzt, obwohl es wirklich dumm ist, meinen Charakter. So. Warum machst du Sachen, die dumm sind? Weil ich jetzt, weil ich mir gern eine Wand voll Krokodilköpfe bauen würde. Und da ist es gut, wenn ich die einfach formen kann. Feuer aus. Ich habe ja kein Feuer. Ich erfriere hier aber gerade. Ich habe gerade Schaden gekriegt durch die Kälte. Jetzt, ich kann schlafen. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt kommt dann schlaf. Gut, provisorisches Lager ist weg. Es regnet immer noch. Ich habe keinen Stecker. Ja, will ich anfangen zu bauen oder will ich weiter erkunden? Ich will weiter erkunden. Ich brauche ein Feuer. Warum kam vor allem nichts aus dem provisorischen Lager raus? Wenn es kaputt geht, dann ist es aufgebraucht. Wie eine Ressource. Da könnten doch mal netterweise die Stücke rauskommen. Das wäre hilfreich. Nope. Ja, ganz genau, deshalb passiert es nicht, weil es wäre ja hilfreich. Was habe ich für ein Outfit? Bestimmt ein ganz schönes. Okay, 6 Baumstämme. Ich bleib beim Wolfs-T-Shirt. Das ist cool. Also es ist nicht cool, aber es ist die coole Art von nicht cool. Ja. Wie du meinst. Das ist wie wenn jemand absichtlich so einen hässlichen Weihnachtspulli trägt. Man weiß, es sieht scheiße davon aus, aber es sieht scheiße aus, weil das cool ist. Nee, davon habe ich jetzt einen. Nur einen? Mit Star Wars drauf, glaube ich. Oh Gott, was ist das für ein Regen? Finde ich übrigens lustig, dass die Brücke, die noch nicht fertig ist, wo die Stücker schon in die Luft schweben, dass man da einfach durchfällt. Ja, natürlich, weil sie nicht fertig ist. So funktionieren Videospiele. Ja. Okay, das war ein kleiner Stein. Dann würde ich sagen. Hoffentlich gibt es bei den Bäumen dort hinten. Gibt es bei den Bäumen dort hinten Äste? Also hier gibt es wieder auf Unmengen an Ästen. Und alles. Okay. Wo ich gerade bin. Ich komme gerade aber von der anderen Seite zu dir. Im Grunde. Ich einmal den See umrunde. Ich bräuchte mal was zu essen. Hast du was zu essen, was du mitbringen kannst? Gerade nicht, ne. Ich verhungere gerade. Ich meine, ich habe Fleisch. Ich habe Alligatorfleisch. Dann bring mir Fleisch mit. Ja, wie gesagt, ich umrunde gerade den See und dann komme ich zu dir. Oh, hier könnten wir auch bauen. Ich habe noch drei rohes Fleisch, aber ich habe kein Feuer. Das ist halt blöd. Dann kann ich sprechen. Dann, wir haben mitten am Tag, dann geh irgendwo und such dir Stöcke. Aber ja, dann müsste ich mich ja bewegen. Sind halt nirgendwo Stöcker. Das ist halt. Dann musst du halt ein bisschen weiterlaufen. Du hast die Location ausgesucht, leb damit. Oder brich dein Zeug ab. Und such dir eine andere. Tja. Na toll, ich werde mir eine schöne, fette, schwimmende Stadt bauen. Dafür brauche ich, für das Holz, ich brauche nur einen Stock. Für das verdammte Lagerfeuer. Muss doch nur irgendwo ein Stock sein. Weiß nicht, hier ist irgendwas Rotes. Wie schwer kann das denn sein, ein Feuer zu kriegen? Also ein Pilze? Nein, das ist einfach nur Textur. Da drüben ist auch ein Holz, der ist glaube ich fast näher an. Okay, du bist kein Stock. Das überlässt du immer noch mir, diese Entscheidung. Aha. Du bestimmst, wer hier Stock ist und wer nicht. Ja, genau.
Oh, Kacke. Das Fauchen ist nicht gut. Ah, hast du wieder zu nah am Dorf gebaut? Das kann gut sein. Krieg hier gerade Besuch. Ja, moin. Und schlag doch mal zu hier, meine Fresse. Ah, hier ist der kleine See. Nice. Das ist unbegrenzt Wasservorrat. Cool. Warum lebst du noch? Warum lebst du noch? Zur Hölle. Hier sind Bären, das heißt unbegrenzt Nahrung. Sehr schön. Oh, Stock. Okay, du hast ja so eine richtig gute Stelle ausgesucht. Ich hab ja. Krieg hier keine Stöcker. Ich wiederhole. Ich hab die direkt neben dem Dorf gebaut. Und ich krieg keine Stöcker. Und du hast den optimalen Ort. Weil ich diese Map halbwegs auswendig kenne. Ich weiß, dass das bei diesen Hütten relativ sicher ist. Und trotzdem Encounter kommen. Also, ja. Ich habe mir wahrscheinlich hier den denkbar schlechtesten Ort ausgesucht. Du hast halt den Ort genommen, wo keine Ressourcen außenrum sind, weil du dachtest, oh, ist ja hübsch hier. Das ist gut. Oh, ich habe einen Stock.